Guten Morgen und hier heute mal der Ausblick in einer anderen oder in einer neueren Form, sodass man ihn besser nachvollziehen kann. Ich werde das jetzt einmal auseinanderpflücken in Form von dem Video, so wie wir es heute Morgen im Euro-US-Dollar auch gemacht haben. Wir haben heute Morgen zwei Pläne aufgestellt. Der eine war unser Setup Doppeltop. Dieses Doppeltop hat hier das Hoch markiert. Hier unten dann die Nackenlinie. Diese Nackenlinie wurde dann gestern Abend hier verletzt, wurde hier dann nochmal bestätigt. Und unser Ziel war diese gestrichelte Linie hier unten, die 10808, die wir dann als Take Profit bei 10808 9, haben gesagt, sollte das Ding hinlaufen. Diese Position ist durchgelaufen. Ungefähr kommen von der 56, 54, 108, 54, 108, 56, Ziel hier unten die 10809. Dieses Setup ist durch. Wir haben heute Morgen zwei Setups auseinandergepflückt. Wir haben, okay, wir können hier runterlaufen, dann da hoch, um dann hier runter abzuschmieren. Das ist die blaue Strecke. Einmal in den Bereich 10845, 10847, um dann hier oben in diesem Bereich zu drehen und Richtung Süden abzumarschieren. Alternative war erst der Lauf hier runter, das ist die rote Strecke, die wir heute Morgen eingezeichnet haben, bis in den Bereich 10809, um dann hochzulaufen, hier oben dann zu drehen und hier runter. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, das zu handeln. Einmal, logischerweise, das Setup von gestern haben wir auch überall veröffentlicht. Doppeltop, Ziel hier unten. Doppeltop hier unten glattstellen. Nach Zielbereich kann man sich hier unten eine kleine Long-Position ins Portfolio holen, um sich hier ein bisschen Futter zu verschaffen für die folgenden oder für die avisierten Short-Positionen, die wir ja hier oben suchen wollen. Diese Short-Position werden wir jetzt, wenn der Ausbruch hier oben erfolgt, dann wird das relativ zügig gehen, dass er an die 10845 läuft, 10845, 10847. Und hier oben suchen wir uns dann eine kleine Umkehrformation. Und wenn wir die Umkehrformation im 1 Minuten oder so haben, dann kann man diese Geschichte dann auch auf Short drehen und dann bitte schön fallen lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Im DAX haben wir eine ähnliche Nummer. Achso, okay, hier, um das nochmal zu visualisieren, hier, da in diesem Bereich. Also 10845, 10847. Ziele haben wir unten immer noch die 10615. Auf dem Weg von der 45 oder 47 kommend haben wir unten dann die 10816, 10088, 10084 und die 10786. Mitschreiben und umsetzen. Fertig ist die Laube. Okay. Im DAX, Darwin. Hier haben wir auch einen Doppeltop gebildet. Wir haben heute Morgen noch gesagt, wir müssen damit rechnen, dass die Stops hier oben drüber nochmal abgeholt werden. Das hat er jetzt gerade getan mit einem Short Squeeze, den er schön hier hochgeschossen hat. Und jetzt müssen wir schauen, schießt er da oben durch oder schießt er nicht durch. Wir haben gestern Nacht Short-Position hier drunter platziert. Wir haben die Stops hier oben liegen, die werden eventuell gleich geholt. Wenn wir Pech haben, fliegen wir hier mit circa 100 Punkten Stop raus. Auch das kann passieren. Dann ist dieses Setup trotzdem noch lange nicht hin. Ich würde auch hier in den 5-Minuten-Chart gucken, wenn ich dann hier oben eine Umkehr kriege. Wir haben die Marke 10.750 gestern auch kommuniziert. 10.750, 10.770, auch eine schöne Marke, um sich Shorts zu holen. Alternative ist, dass er jetzt nochmal hier hochballert an die 11.058, im Moment ungefähr 11.000, 11.050, um den bärischen Keil zu bestätigen und um dann abzumarschieren. Aber das werden wir dann sehen. Unser Hauptaugenmerk
ist nach wie vor hier im Euro und der läuft genau dahin, wohin er soll. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Glück. In diesem Sinne, schönen Tag, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.